Grüß Gott, mein Name ist Dr. Gertraud Pflügel. Das ist der Kanal Pro Sancta Ecclesia. In diesem Video möchte ich zu Ihnen sprechen über die Heilige Eucharistie. Das ist eigentlich das größte Sakrament, da in diesem Sakrament Gott selber wirklich gegenwärtig ist. Das ist deshalb, da nennt das auch das Kompendium oder auch der Volkskatechismus das größte Sakrament, weil es nicht nur ein Zeichen ist, ein Mittel zur Gnadenmittlung, ein Heilmittel, sondern es ist Gott selber gegenwärtig in diesem Sakrament, die Heilige Eucharistie. Ich möchte noch hinzufügen, was ich vergessen habe, alles zur größten Ehre Gottes und der Unbefleckten. Es möge wirklich in diesem Kanal, der der Mutter Gottes geweiht ist, alles zur größten Ehre Gottes sein und zu Ehren seiner heiligsten Mutter. Und so möchte ich auch diese kleine Serie von den Sakramenten besonders dem lieben Gott anvertrauen. Und es soll alles wirklich die Mutter Gottes verherrlichen und ihren göttlichen Sohn. Was ist dieses Sakrament der Eucharistie? Es ist ein Sakrament, so sagt Papst Pius X. In seinem Kompendium, in welchem durch die wunderbare Verwandlung der ganzen Substanz des Brotes in den Leib Jesu Christi und der des Weines in sein kostbares Blut, durch diese Verwandlung wird der Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit unseres Herrn Jesus selbst gegenwärtig. Also Leib und Blut, die Menschheit, Leib, Blut und Seele, aber auch die Gottheit Jesu Christi, unseres Herrn Jesu, wird gegenwärtig unter den Gestalten des Brotes und des Weines. Wahrhaft und wirklich und wesentlich sind eben Leib, Blut, Seele und Gottheit Jesu Christi unter diesen Gestalten enthalten, um unsere geistige Nahrung zu sein. Also es geht nicht um eine körperliche Nahrung. Wir nehmen zwar den Leib Christi, als Laien empfangen wir die heilige Kommunion, die Hostie. Wir nehmen zwar die Hostie, empfangen sie in den Mund, aber wir empfangen eine geistige Nahrung. Es geht nicht um eine leibliche Nahrung. Obwohl, möchte ich hinzufügen, natürlich auch der Leib, unser Leib einbezogen ist. Unsere ganze Menschheit wird da genährt mit dem Gnadenleben, mit dem göttlichen Leben. Die nächste Frage, ist in der Eucharistie derselbe Jesus Christus gegenwärtig, der auch im Himmel ist und auf Erden von der allerseligsten Jungfrau Maria geboren wurde? Also ist es der Jesus, der im Himmel ist und der auf Erden von Maria geboren worden ist? Empfangen wir diesen Jesus? Und die Antwort ist einfach ja. Es ist derselbe Jesus Christus, der im Himmel ist und auf Erden von der Jungfrau Maria geboren wurde. Also es ist nicht irgendein scheinbarer oder nur ein Symbol oder sonst irgendetwas oder ein anderer Christus. Es ist der ein und derselbe Christus, wie er im Himmel regiert und auf Erden geboren worden ist. Warum glauben wir, dass im Sakrament der Eucharistie Jesus Christus wahrhaft enthalten ist? Was ist der Grund, warum wir das glauben? Wir glauben das, weil er selbst es gesagt hat in der Heiligen Schrift und weil es die Heilige Kirche lehrt. In der Heiligen Schrift sagt er ja an mehreren Stellen, beim heiligen Johannes zum Beispiel, Evangelium, im Evangelium des Johannes sagt er, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das Leben, der hat das wahre Leben in sich. Das ist im Johannes-Evangelium Kapitel 6 zu lesen. Also er selber sagt es, dass es sein Leib und sein Blut ist. Und wer sein Leib und sein Blut empfängt, der hat das ewige Leben, der hat das Leben. Und wer den Leib und das Blut Christi nicht empfängt, hat auch keinen Anteil an ihm. Und es ist die Lehre der Kirche in ihren Dogmen, in den Konzilstexten und in den Aussagen der Päpste. Was ist die Materie dieses Sakramentes? Die Materie, das ist Weizenbrot und Wein vom Weinstock, so wie es in der Heiligen Schrift auch gesagt ist. Was ist die Form des Sakramentes? Also wieder Materie und Form. Jedes Sakrament hat eine Materie und eine Form. Bei der Heiligen Eucharistie ist die Materie eindeutig Wein und Brot. Und die Form dieses Sakramentes ist auch wieder, das sind die Worte. Das sind die Worte, die der Priester spricht, die Wandlungsworte in der Heiligen Messe.
wo er sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Das sind die Worte, die Jesus Christus selber gesprochen hat. Und vor der Konsekration und nach der Konsekration, was ist vor der Konsekration? Da ist die Hostie Brot. Nach der Konsekration ist die Hostie nicht mehr Brot, sondern es ist der wahre Leib unseres Herrn Jesus Christus unter der Gestalt des Brotes. Wir sehen das Gleiche wie vorher. Es hat das gleiche Aussehen, die gleiche Größe, die gleichen Eigenschaften. Wir sehen Brot, wir empfangen Brot, wir spüren das Brot im Mund, aber es ist nicht mehr Brot, sondern in der Substanz, im Wesen ist es der Leib Jesu Christi. Und genauso im Kelch, der Wein. Vor der Konsekration ist Wein im Kelch mit einigen Tropfen Wasser vermischt. Und nach der Konsekration befindet sich im Kelch das wahre Blut unseres Herrn Jesus Christus unter der Gestalt des Weines. Und wann geschieht diese Verwandlung des Brotes in den Leib und des Weines in den Blut, ins Blut Jesu Christi? Die Verwandlung geschieht in dem Augenblick, wo der Priester in der Heiligen Messe die Worte der Konsekration ausspricht, also die Worte der Weihe, die Worte der Konsekration. Was ist die Konsekration? Das ist die durch den Priester bewirkte Erneuerung jenes Wunders, das Jesus Christus beim letzten Abendmahl vollbracht hat. Es ist das Wunder der Wesensverwandlung, indem er das Brot und den Wein in seinen anbetungswürdigen Leib und in sein anbetungswürdiges Blut verwandelt hat. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Diese Worte hat er gesprochen beim letzten Abendmahl. Das hat Jesus gesagt, als er zuerst das Brot in die Hand genommen hat und dann den Kelch mit Wein. Und das waren die ersten Konsekrationsworte, die gesprochen wurden. Und seither ist es ja so, dass bei jeder heiligen Messe es eigentlich der Priester ist, also Jesus Christus im Priester, der diese Worte wiederholt. Es vollzieht sich dasselbe wie beim letzten Abendmahl. Brot wird zum Leib Christi, Wein zum Blut Christi. Und wie wird das von der Kirche genannt, diese wunderbare Verwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi? Die Kirche nennt das Transsubstantiation, also eine Wesensverwandlung. Die Substanz, das ist das Wesen einer Sache, also das Wesentliche in einer Sache. Und dieses Wesen wird umgewandelt. Wer hat diesen Worten der Konsekration solche Kraft gegeben? Das war unser Herr Jesus Christus selber, als er eben diese Worte gesprochen hat beim letzten Abendmahl und das Brot in seinen Leib umgewandelt hat und den Wein in sein Blut. Ist es jetzt so, bleibt nach der Konsekration vom Brot und vom Wein nichts zurück? Bleibt da gar nichts zurück? Es bleiben nur die Gestalten zurück. Also der Leib Christi sieht aus wie Brot und das Blut Christi sieht aus wie Wein. Was versteht man also unter den Gestalten des Brotes und des Weines? Das habe ich jetzt eh schon angedeutet. Es ist die Größe, das Aussehen und die wahrnehmbaren Eigenschaften. Es sieht aus wie Brot. Es hat die Eigenschaften wie Brot und es hat die Eigenschaften wie Wein in der Form, in der Farbe, im Geschmack. Also es nach außen die Gestalt eben, die Gestalt ist dieselbe. Aber der Kern, die Substanz, das Wesen ist ein anderes geworden. Auf welche Weise können die Gestalten des Brotes und des Weines ohne ihre Substanz zurückbleiben? Das ist nur möglich durch die Kraft des allmächtigen Gottes, eigentlich durch ein Wunder. Sie bleiben da auf dem Altar, auf der Patene im Kelch, ohne ihre Substanz. Es ist nicht mehr Brot und Wein, aber doch ist es der Leib und das Blut Christi unter dieser Gestalt. Das ist ein Wunder. Wir sehen Brot und Wein, aber es ist nicht mehr Brot und Wein. Es sieht nur aus wie Brot und Wein. Es ist der Leib und das Blut Christi. Das ist auf jedem Altar,
an jedem Tag, an jedem Altar, wo die Messe gefeiert wird, eigentlich, es ist ein Wunder, das sich vor unseren Augen vollzieht. Natürlich braucht es den Glauben. Die Ungläubigen sagen, da passiert gar nichts. Das ist nur eine Zeremonie, das ist nur eine, vielleicht eine eingebildete Sache. Da passiert gar nichts. Es ist ein Wunder, das sich vor unseren Augen vollzieht, wo wir aber nichts sehen können. Von diesem Wunder sehen wir nichts Augenscheinliches. Es ist also ein Wunder, das wir nur glauben können. Sind unter den Gestalten des Brotes nur der Leib Jesu und unter den Gestalten des Weines nur sein Blut gegenwärtig? Also ist im Brot nur der Leib Jesu, im Wein nur das Blut Christi? Nein, es ist so, dass im Brot, in dieser Gestalt des Brotes, Jesus ganz gegenwärtig ist, ebenso auch im Blut, mit Leib und Blut und Gottheit, also die ganze Menschheit, die ganze Gottheit. In der Hostie ist die ganze Menschheit und Gottheit Jesu enthalten, auch im Wein ist die ganze Menschheit und Gottheit Jesu Christi enthalten. Es ist keine Teilung, es sind nur die Gestalten geteilt, aber die Gegenwart Jesu Christi ist ganz und vollständig, ebenso im Brot wie auch in der Gestalt des Weines. Warum kann man das sagen, dass in der Hostie wie auch im Kelch Jesus ganz enthalten ist? Das ist auch klar, weil Jesus in der Eucharistie lebendig gegenwärtig ist und unsterblich wie im Himmel. Da füge ich hinzu, es ist ja seine verklärte Menschheit in der Hostie gegenwärtig und in der Gestalt des Weines. Und seine verklärte Menschheit, wenn sie gegenwärtig ist, sie ist ja lebendig, sie ist wirklich, sie ist real. Da kann man ihn nicht auseinandernehmen. Deshalb ist der David dort ganz gegenwärtig. Wo sein Leib ist, da ist auch sein Blut. Und wo Leib und Blut sind, da ist auch seine Seele und seine Gottheit. Das alles ist in Jesus Christus untrennbar. Die Menschheit und die Gottheit sind nicht zu trennen. Und so ist auch die Menschheit nicht auseinanderzunehmen. Leib, Blut und Seele, das ist eine Einheit. Und die weitere Frage, die auch interessant ist für uns, wenn Jesus in der Hostie ist, hört er dann auf, im Himmel zu sein? Er hört nicht auf, im Himmel zu sein, sondern er ist gleichzeitig im Himmel oben und auf dem Altar, auf der Patene, oder im Kelch gegenwärtig. Er ist im Himmel und auf Erden. Ähnlich wie damals, als er auf Erden gelebt hat. Da war er auch zugleich mit dem Vater und dem Heiligen Geist im Himmel, aber auch auf der Erde, in Samaria oder in Jerusalem oder in Nazareth, wo er sich eben gerade aufgehalten hat. Befindet sich Jesus in allen konsekrierten Hostien der Welt? Wenn man denkt, wie viele Hostien es gibt, an Wallfahrtsorten, Gnadenorten gibt es große Kelche mit vielen, sogar tausenden konsekrierten Hostien. Es gibt unzählige Kirchen und Kapellen. Und es ist wirklich so, dass Jesus Christus sich in allen konsekrierten Hostien befindet auf der ganzen Welt. Es ist eben so, wie kann das sein? Es ist eben so, weil Jesus sich durch Gottes Allmacht in allen konsekrierten Hostien vervielfältigen kann. Wir kennen das aus den Schriften von Luisa Picaretta auch. Bei Luisa Picaretta ist ja auch die Rede von den Akten im göttlichen Willen. Und diese Akte, diese Handlungen, ein Akt ist zum Beispiel ein Herzschlag, ein Schritt, ein Atemzug, ein Liedschlag, eine Bewegung, ein Gedanke, das sind Akte. Und diese Akte im göttlichen Willen vervielfältigen sich in alle Menschen. Also wenn ich einen Atemzug im göttlichen Willen tue, vervielfältigt sich dieser Atemzug in alle Menschen auf der ganzen Erde, die jetzt leben, aber noch darüber hinaus, über alle Zeiten hinweg, in alle Menschen der Vergangenheit und in alle Menschen der Zukunft. Und sie vervielfältigen sich sogar in allen Geschöpfen, das heißt in den Engeln, in den Geschöpfen des ganzen Universums. Das sind Bilder oder das sind Wirklichkeiten, besser gesagt, die das eigentlich bestätigen, was in der Heiligen Eucharistie geschieht. Wenn durch die Wandlungsworte zum Beispiel jetzt 1000 Hostien konsekriert werden, dann ist das etwas Ähnliches, wie wenn ich einen Akt im göttlichen Willen tue. Dieser Akt vervielfältigt sich auch.
aber noch mehr als in der Konsekration der Hostie. Ein Akt im göttlichen Willen vervielfältigt sich nämlich ins Unendliche. Er vervielfältigt sich in die ganze Schöpfung, also universell. Und er hört nicht auf, sich zu vervielfältigen. Das ist ein Zeichen, an dem wir sehen können, die Allmacht Gottes, eben dass Gott wirklich allgegenwärtig ist, dass er allmächtig ist, dass er auch über der Zeit steht. Das geht bis in die Ewigkeit hinein. Und das Geheimnis der heiligen Eucharistie und das Geheimnis des göttlichen Willens sind hier sehr ähnlich. Also eines bestätigt das andere. Die heilige Eucharistie können wir eigentlich nur verstehen, wenn wir den göttlichen Willen ein wenig verstehen, wie er wirkt, eben in dieser Art, sich zu vervielfältigen. Das heißt, Jesus, die heiligste Dreifaltigkeit, das göttliche Leben, kann sich vervielfältigen. Wir erleben das in jeder Hostie und wir erleben das in den Akten, die wir im göttlichen Willen tun. Das ist die Vervielfachung des göttlichen Lebens. Und Gott lässt sich da nicht einschränken. Im Gegenteil, er, der unendliche, ewige Gott, er möchte sein Leben mitteilen. Er möchte es allen Geschöpfen mitteilen. Und er tut es auch. Er lässt sich nicht daran hindern. Er tut es in der Heiligen Messe bei den Konsekrationsworten. Und er tut es in jedem Akt, den eine Seele im göttlichen Willen tut. Auch da teilt er sein göttliches Leben mit, wie in der Hostie, seine ganze Gottheit. Da ist Jesus auch gegenwärtig in einem Akt im göttlichen Willen. Menschheit, Gottheit, Leib, Seele, Blut und eben das göttliche Leben von Jesus. Es ist der Vater gegenwärtig, der Heilige Geist, es ist der ganze Himmel gegenwärtig, eingeschlossen in einem einzigen Akt im göttlichen Willen. Und das kann man wirklich vergleichen mit dem Sakrament der heiligen Eucharistie. Das füge ich jetzt noch dazu und dann mache ich weiter. In jeder Hostie ist ja nicht nur Gott gegenwärtig, sondern es ist im Grunde genommen auch der ganze Himmel gegenwärtig. Wenn wo Gott ist, da ist ja auch der Himmel. Der Himmel lässt sich nicht trennen von Gott. Also ist in jeder heiligen Hostie im Grunde genommen auch der ganze Himmel mit der Engelwelt, mit den Heiligen gegenwärtig. Und so empfangen wir Gott und alles, was Gott in sich schließt, was Gott erschaffen hat. Also da kommen wir hinein in Dimensionen, wo sich unser Verstand wirklich verliert. Es ist ganz ähnlich eben wie bei diesen Akten, die wir im göttlichen Willen tun. Wir empfangen Gott, wir begegnen Gott. Und alles, was er erschaffen hat, alles, was in Gott lebt, ist da mit eingeschlossen. Man kann das ja gar nicht auseinandernehmen. Das ist dieses Geheimnis der Einheit. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind untrennbar. Und so ist auch alles, die ganze Schöpfung, die in ihm lebt, nicht zu trennen von ihm. Und das sehen wir im Sakrament der Eucharistie und das sehen wir in den Akten im göttlichen Willen. Aber jetzt mache ich Schluss, sonst mache ich weiter und weiter und verliere mich da in einer Teilbetrachtung. Die nächste Frage des Papstes ist hier, also es ist so, dass sich in allen Hostien Jesus befindet. Und was ist, wenn man jetzt die Hostie bricht? Bricht man dann auch den Leib Jesu Christi? Nein, das ist nicht so. Der Leib Jesu Christi kann nicht geteilt werden. Man bricht nur die Gestalten des Brotes. In welchem Teil der Hostie bleibt der Leib Jesu Christi? Ist eine Frage, man kann sich Gedanken darüber machen und deshalb wird diese Frage auch hier einbezogen. Der Leib Jesu Christi bleibt ganz in allen Teilen. Also wenn die Hostie geteilt wird, wird der Leib Christi nicht gebrochen und der Leib Christi wird auch nicht geteilt. Das ist hier gemeint. Der Leib Christi wird weder gebrochen noch geteilt. Eine große Hostie könnte man in zwei Teile oder in vier Teile teilen. Es ist in jedem Teil immer der ganze Leib Jesu enthalten. Aus welchem Grund wird in den Kirchen die heiligste Eucharistie aufbewahrt? Das ist auch wichtig, dass wir das einmal betrachten. Warum bewahren wir die Hostie in den Tabernakeln auf? Erstens, damit sie von den Gläubigen angebetet wird, weil ja hier Christus gegenwärtig ist.
so wie damals in Nazareth auf den Plätzen Jerusalems, bei den Predigten auf dem Berg Tabor, wo Tausende ihn gesehen und gehört haben und gerufen haben, er soll unser König werden, er gibt uns Brot. Er ist im Tabernakel derselbe Christus, er ist genauso wirklich im Tabernakel, nur unter dieser unscheinbaren Gestalt des Brotes. Also er ist im Tabernakel gegenwärtig in diesem Sakrament, um von den Gläubigen angebetet zu werden. Er ist unser Schöpfer, er ist unser Gott, er ist unser Herr. Um von ihnen empfangen zu werden und auch von denen, die nicht während der Heiligen Messe kommen können. Es können Seelen dann auch Christus in der Heiligen Eucharistie empfangen, die nicht zur Messe kommen können. Oder er kann zu den Kranken getragen werden. Der Priester nimmt die Hostien aus dem Tabernakel, gibt sie in die Pyxis, in eine kleine Dose oder Büchse, in ein heiliges Gefäß, ein geweihtes Gefäß und trägt die Hostien zu den Kranken, die nicht mehr aus dem Bett können zum Beispiel. Und die Frage, muss die Eucharistie angebetet werden, hat sich eigentlich schon fast erübrigt, weil wir lassen ja die heiligen Hostien, der Priester schließt sie ein im Tabernakel in der Kirche, wir lassen sie in der Kirche, damit Christus in diesem Sakrament angebetet werden kann. Und es muss auch dieses Sakrament angebetet werden. Es verdient die Verehrung, die Verherrlichung und es ist unsere Pflicht eigentlich sogar. Jesus Christus muss in der heiligen Eucharistie von allen angebetet werden, weil dieses Sakrament wirklich unseren Herrn Jesus Christus enthält, wahrhaft, wirklich und wesenhaft. Und das ist, wenn man einen Menschen vor Augen hat, in Menschengestalt, da ist es noch viel leichter. Damals haben sie ja auch seine Ausstrahlung gesehen, die Macht seiner Worte, seine Majestät, seine praktisch seine Unbesiegbarkeit. Er konnte die ganzen Angriffe mühelos von den Pharisäern abwehren. Da konnte man das eher einsehen. Aber ein Stück Brot, da sieht man nichts als Brot. Da braucht es Glauben. Und doch ist in diesem Brot genau derselbe Jesus Christus gegenwärtig wie damals auf Erden, aber um noch etwas mehr, nämlich schon in seiner verklärten Gestalt, wie er auferstanden ist, in seiner verklärten Menschheit. Also könnten wir Jesus in der heiligen Eucharistie sehen, dann würden wir eine strahlende Lichtgestalt sehen, wo wir das Licht wahrscheinlich gar nicht aushalten könnten. So ähnlich wie die Apostel auf dem Berg Tabor Jesus im Licht gesehen haben. Sie sind niedergefallen, sie sind aufs Gesicht gefallen. Der Mensch verkraftet das gar nicht. Das Licht der Gottheit ist zu stark. Wir sind durch die Sünde, durch unsere Gestalt in unserem fleischlichen Leib, in diesem Leib des den wir ja erst seit dem Sündenfall haben, zu schwach. Wir halten das nicht aus. Das Licht Gottes, also ungekürzt, ungeschwächt, ungetrübt, nicht abgeschwächt, das ist zu stark. Und deshalb kann die Seele erst nach dem Tode ins Angesicht Gottes schauen. Wir können Gott jetzt nicht so anschauen von Angesicht zu Angesicht. Das würden wir nicht verkraften. Und derselbe Christus ist eben in jeder geweihten Hostie gegenwärtig. Und zum Schluss noch den kleinen Abschnitt von der Einsetzung und den Wirkungen des Sakramentes. Also wo und wann wurde das eingesetzt, dieses Sakrament, und welche Wirkungen hat es? Und dann möchte ich dieses Video abbrechen. Ich muss wahrscheinlich 3 Teile machen, auf jeden Fall 2, um dieses ganze Thema zu behandeln. Es ist doch eine Fülle von Wahrheiten, die wir hier betrachten müssen und dürfen. Also von der Einsetzung. Wann war die Einsetzung? Es war durch Jesus Christus beim letzten Abendmahl. Da hat er mit seinen Jüngern am Abend vor seinen Leiden dieses letzte Abendmahl gefeiert. Das lesen wir im Johannesevangelium in diesen Kapiteln um 14, 15, 16, 17. Warum hat Jesus Christus die allerheiligste Eucharistie eingesetzt? Aus 3 Hauptgründen. Der heilige Papst Pius nennt diese 3 Gründe. Erstens, damit die Eucharistie das Opfer des neuen Bundes sei, also dieses Opfer löst die Opfer des alten Bundes ab im Tempel,
der Juden in Israel. Da waren Stiere, Böcke, die Asche einer Kuh. Es wurde das Blut der Opfertiere verwendet, um die Gläubigen zu besprengen und zu entsühnen. All das ist überflüssig geworden. Die heilige Eucharistie ersetzt alle Opfer des alten Bundes. Und der zweite Grund, sie soll die Speise unserer Seelen sein. Also die Eucharistie ist die Seelenspeise. Also dass die Speise, sie gibt uns die Nahrung, das Leben, das ewige Leben. Wir empfangen das ewige Leben, die Gnade durch die heilige Eucharistie. Sie nährt uns, sie nährt unsere Seele. Der dritte Hauptgrund, die heilige Eucharistie ist ein ewiges Gedächtnis des Leidens und des Todes Jesu und ein kostbares Unterpfand seiner Liebe zu uns und des ewigen Lebens. Also da haben wir einen ständig gegenwärtigen Beweis seiner Liebe zu uns in den Tabernakeln der Kirche, in allen Tabernakeln der Kirche. Und es ist ein Unterpfand des ewigen Lebens. Es ist ja praktisch, Jesus sagt ja selber, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das Leben, das ewige Leben. Und warum hat Jesus dieses Sakrament eingesetzt? Gerade unter diesen Gestalten von Brot und Wein. Eben deshalb, weil dieses Sakrament unsere geistige Speise sein sollte. Und es war daher angemessen, dass es auch in Form von Speise und Trank gegeben wird. Nicht in irgendeiner anderen Form. Jesus hätte sich ganz was anderes ausdenken können, aber nein, er wollte ganz bewusst, er wollte uns eine geistige Speise hinterlassen, bis er wiederkommt in seinem Reich auf Erden. Und diese Speise hat eben auch dann die Gestalt und die Form von Speise und Trank. Und welche Wirkungen bringt die heiligste Eucharistie in uns hervor? Der Papst nennt hier auch drei Hauptwirkungen. Und zwar, die Wirkungen der Eucharistie sind erstens, sie bewahrt und vermehrt das Leben der Seele. Das wird durch die Gnade bewirkt, so wie die leibliche Speise das Leben des Leibes erhält und vermehrt. Also wir haben die leibliche Speise, Essen und Trinken, und wir haben die Seelenspeise. Das ist auch ein Essen und Trinken, aber eben Leib und Blut Christi. Das ist die Speise für die Seele. Da sehen wir deutlich, wie wichtig diese Seelenspeise ist für unsere Seele. Wenn wir unsere Seele nicht ernähren mit dem Leib und dem Blut Christi, dann lassen wir sie verhungern. Das sehen wir, wenn ein Mensch kein Essen und kein Trinken bekommt, dann muss er verhungern, dann verhungert der Leib. Und so ist es auch mit der Seele. Zweitens, die heilige Eucharistie reinigt von lässlichen Sünden und bewahrt vor Todsünden. Also sie vermittelt uns die Kraft und die Gnade, dass uns dieses Sakrament von lässlichen Sünden reinigt. Sie hat eine Wirkung, die uns entsühnt, die uns rechtfertigt von lässlichen Sünden. Und wenn wir eine Todsünde begangen haben, dann dürfen wir nicht zur Heiligen Kommunion gehen. Dann müssen wir vorher beichten. Das wäre eine weitere Todsünde. In der Todsünde die Heilige Kommunion zu empfangen. Aber wenn wir im Stand der Gnade sind, wenn wir lässliche Sünden begangen haben, dann sind wir im Stand der Gnade. Dann können wir die heilige Eucharistie empfangen und dann reinigt sie uns sogar von diesen lässlichen Sünden. Obwohl man auch hier sagen muss, es ist sehr zu empfehlen, die heilige Beichte zu empfangen und zwar regelmäßig. Also sie reinigt von lässlichen Sünden und bewahrt vor Todsünden. Und drittens, die Eucharistie bewirkt geistlichen Trost. Wir empfangen Stärkung, Tröstung, Ermutigung. Es kommt Licht und Kraft in die Seele. Es geht besonders dann, wenn man bedrückt oder niedergeschlagen ist, wenn es schwer ist und man geht zur Heiligen Messe und zur Heiligen Kommunion, darf man diese Wirkungen wahrnehmen. Es ist vielleicht auch nicht immer so, dass man das fühlbar wahrnimmt, aber doch sehr oft. Bringt die heilige Eucharistie in uns noch andere Wirkungen hervor? Also da fügt dann der Papst noch einmal drei Wirkungen hinzu, zu diesen ersten drei. Es ist nämlich auch wirklich wichtig, dass wir das einmal
Bedenken einmal hören und vielleicht auch betrachten. Die heilige Eucharistie hat starke Wirkungen für unser geistiges Leben, für unser Seelenleben. Sie schwächt unsere Leidenschaften. Also die erste Wirkung von den drei weiteren ist, sie schwächt unsere Leidenschaften und löscht besonders die Flamme der Begierlichkeit. Also wenn wir regelmäßig zur heiligen Kommunion gehen, wenn wir das Glück haben, täglich die heilige Messe mitzufeiern und die heilige Kommunion zu empfangen, dann werden wir täglich gestärkt im Guten. Die Leidenschaften werden geschwächt und besonders die Flamme der Begierlichkeit wird gelöscht. Zweitens, sie vermehrt in uns das Feuer der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Und sie hilft uns, unser Handeln mit den Wünschen Jesu Christi in Einklang zu bringen. Also bekommen wir auch hier eine wertvolle und mächtige Hilfe, dass unser Handeln dem Willen Gottes entspricht, immer mehr entspricht. Und dass unser Herz mit der Liebe zu Gott mehr und mehr entflammt wird. Und die dritte und letzte Wirkung, die heilige Eucharistie gibt uns ein Unterpfand der künftigen Herrlichkeit und unserer eigenen leiblichen Auferstehung. Also es ist so, wenn wir kommunizieren, dann werden wir in den verklärten Christus aufgenommen. Der Auferstandene vereinigt uns mit sich, er nimmt uns hinein in seine verklärte Menschheit. Was für ein Geschenk, das ist nur in der heiligen Eucharistie möglich. Die anderen Sakramente vermitteln uns die Gnade Gottes, aber in der heiligen Eucharistie ist es so, dass wir wirklich mit Christus vereint werden, bis hinein in die Leiblichkeit, also mit Leib und Seele. Und zwar werden wir mit dem auferstandenen Christus vereint. Das ist praktisch eine ganz geheimnisvolle Vorbereitung und schon eine, das vollzieht sich ja im Unsichtbaren, aber das ist schon eine Anbahnung unserer leiblichen Auferstehung. Da wird unser Leib schon auf geheimnisvolle Weise gewandelt. Es ist ja eine ständige Wandlung der ganzen Schöpfung hinein in Gott, zurück zu Gott. Und diese ständige Wandlung vollzieht sich genau durch das heilige Messopfer, gerade und vor allem durch das heilige Messopfer. Es ist immer Wandlung. So kehren wir nach und nach immer mehr zu Gott zurück. Wir werden gereinigt, wir werden geheiligt, wir werden verklärt. Verklärung heißt ja nichts anderes als ganz und gar gereinigt zu sein. Reinigung geschieht immer durch die Gnade Gottes, durch den Heiligen Geist. Und wenn wir ganz geklärt sind, ganz gereinigt, dann sind wir verklärt, dann sind wir vollkommen rein, vollkommen heilig. In uns ist dann nichts mehr, was die Gegenwart Gottes trüben oder verdunkeln könnte. Und dann geht zuerst die Seele beim Tod normalerweise in den Himmel ein, in das ewige Leben. Oder wenn wir im göttlichen Willen leben, geschieht das schon auf Erden. Und der Leib wird nachfolgen. Normalerweise beim Tod oder nach dem Tod, wenn wir eine Reinigung im Fegefeuer brauchen, dann später, dann kommt auch der Leib in diese Verklärung. Und die heilige Eucharistie ist hier das eigentlich das zentrale Geheimnis, das zentrale Sakrament, wodurch wir in dieses verklärte Leben, dieses ewige Leben im Reich Gottes hineingeführt werden. Gelobt sei Jesus Christus und seine heiligste Mutter.